Einmal ein herzliches Glück auf Kanal 9 Erzgebirge. Heute wieder mit der Verkehrswacht. Warum Verkehrswacht? Ganz einfach. Heute ist in Brand-Erbesdorf Tag der Inklusion. Und da darf natürlich die Verkehrswacht nicht fehlen. Denn das, was wir heute zeigen, könnte auch mal diese Schüler hier an der Oberschule in Brand-Erbesdorf treffen, dass sie halt mal mit dem Rollator unterwegs sein müssen. Unabhängig davon, wie alt sie sind. Weil einfach die Situation ist, man kann ja mal eine Gehbehinderung haben. Da gibt es halt, wie bekannt, den Krückstock, wie auch immer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bequemer mit zum Rollator zu fahren. Und hier sollen einfach die Kinder daran geführt werden und mal ausprobieren, wie man damit umgeht. Ja, die Verkehrswacht ist natürlich hier, um den Schülern das Rollator-Training oder den Rollator-Führerschein etwas näher zu bringen. Deshalb bekommen die Schüler einmal den Rollator erklärt, welche Besonderheiten es gibt, welche Zusatzbausteine an dem Rollator dran sind. Und dann haben wir hier so ein Parcours aufgebaut, wo man halt durchfahren muss. Von Slalom, von Bordsteinkante, dass man den Rollator um sich rumdreht. Wir haben noch so Gummimatten ausgelegt, die sollen also immer einen etwas anderen Fahrbahnuntergrund simulieren. Dann wird sich auch mal draufgesetzt. Dabei ist es halt wichtig, dass man im ersten Moment hingeht und die Bremsen feststellt vom Rollator und dann sich erst draufsetzt. Und so bekommt man halt so Gefühl für dieses Fahrzeug. Hallo, mein Name ist Antje Dorn. Ich komme vom Jobcenter Mittelsachsen und bin die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Wir als Jobcenter Mittelsachsen beteiligen uns heute am Aktionstag Gemeinsam Leben in Mittelsachsen, wo es um die Themen Inklusion und Sucht geht. Was hat das mit dem Jobcenter zu tun? Natürlich sind wir immer da für Beratung, fürs Netzwerken und wir bieten unsere Dienstleistungen auch im niedrigschwelligen Bereich an. Speziell für unsere jungen Leute, für unsere Jugendlichen, für unsere Kids, stehen wir hier gemeinsam auch mit der Agentur für Arbeit Freiberg, um dort Informationen zur Ausbildung, zur Berufsorientierung und was alles mit dazugehört, zu geben. Ja, also wir vertreten heute am heutigen Tag hier den BSVS, das heißt den Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen, und wollen auf uns aufmerksam machen, indem wir uns präsentieren, vorstellen und einfach kundgeben wollen, dass eine Behinderung nichts Außergewöhnliches ist, sondern einfach ein gleichwertiger, gleichrangiger Mensch ist, so wie du und ich. Und da haben wir hier einige Dinge dabei, die uns das Leben erleichtern, so dass man die Möglichkeit hat, auch mal zu überprüfen, wie es sich anfühlt, als Blinder zu leben, zu fühlen und zu wirken. Ja, guten Tag. Wir sind zwei Sozialarbeiter vom Fachkrankenhaus Hochweitschen. Wir sind heute hier, um die Jugendlichen für psychische Störungen und für Suchtproblematiken zu sensibilisieren. Unser Krankenhaus hat eine Suchtstation, eine gerontopsychiatrische Station und eine Allgemeinpsychiatrie. Ja, ich bin Jana Schlegel und vertrete hier die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Mittelsachsen des Vereins Lebendiger Leben. Wir beraten Menschen mit Behinderungen, mit drohenden Behinderungen und auch mit chronischen Erkrankungen und unterstützen sie dabei, Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erhalten, ihren Alltag zu gestalten. Ja, alles rund um das Thema sozusagen Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Ich komme von der Suchtberatungsstelle in Döbeln. Wir haben aber auch eine Suchtberatungsstelle in Freiberg und Brand-Erbesdorf. Die wird von der Diakonie Freiberg betrieben. Ich als Diakonie-Mitarbeiter für Döbeln bin heute mit alkoholfreien Cocktails hier. Da geht es ganz gezielt um alternative Getränke zu den großen alkoholischen Getränken. Wie kann man feiern, dass es trotzdem schön ist, mit viel Geschmack? Die Kollegen von Freiberg haben hier eher so den Bereich der Angebote, die sie im Beratungssetting haben, mit der ambulanten Therapie, mit Nachsorgegruppe, mit Einzelgesprächen und Vorbereitung, nicht zuletzt auch auf all das, was nach Therapie und so weiter verläuft. Wir kommen vom Don Bosco Jugendwerk. Dieses Don Bosco Jugendwerk gibt es in Burgstedt in der Nähe von Chemnitz und ist eine Einrichtung, in der junge Menschen mit Handicaps der verschiedensten Art ihre Berufsausbildung oder auch die Vorbereitung auf eine Berufsausbildung absolvieren können. Sie lernen verschiedene Berufe kennen,
können sich dort ausprobieren, feststellen, wo die Stärken und Schwächen sind, was ihnen gut gelingt und auch gefällt. Und im Anschluss an die Berufsausbildung kann man, kann man dann eine Berufsausbildung in dem gewählten Beruf anschließen. Gern ist Brand Erbisdorf Gastgeber der diesjährigen Staffel von Miteinander leben in Mittelsachsen. Dabei stehen Handicaps, Sucht, aber auch Prävention im Mittelpunkt. Und es geht einfach darum, dass man eben miteinander umgeht und Respekt füreinander hat. Handicaps sind ja das eine. Die Menschen, die gehandicapt sind, fühlen sich oft gar nicht so. Für die ist die Welt auch normal. Und uns war es wichtig, hier einen Parcours zu bieten, Mitmachaktionen, um willkommen zu sagen in der Welt der Handicaps und auch der verborgenen Handicaps, die manche auch gut verstecken. Und willkommen in der Welt, die anders ist, und deswegen bin ich auch dankbar, dass so viele Jugendliche das Angebot angenommen haben. Und ich bedanke mich auch nochmal sehr herzlich bei der Schulleitung der Oberschule, beim städtischen Bauhof für die technisch-logistische Unterstützung. Und das ist eine tolle Sache. Deshalb viel Spaß, wenn wir uns mal wieder sehen beim Rollator-Training. Ansonsten ein herzliches Glück auf Kanal 9 Erzgebirge.